In diesem Demo-Video wird Ihnen gezeigt, wie Sie mit Hilfe von H5P interaktive Content-Bausteine selbst erstellen können. Interaktiver Content im Bereich E-Learning ist mitunter tricky zu erstellen, da man entweder aufwendige Tools erlernen muss oder gar eigene Programmierkenntnisse vorweisen muss. Das reicht dahin, dass ich auch Kenntnisse von Mediendesign, aber auch von der Mediendidaktik benötige. Also es ist ein sehr komplexes Feld und dann möchte ich mitunter meinen Content, wenn ich eine Idee habe, wie ich beispielsweise etwas Interaktion in mein E-Learning-Modul einbringen könnte, doch mit einfachen Mitteln erstellen können. H5P ist ein solches Tool, das online verfügbar ist und es wird umsonst angeboten. Und mit diesem Tool ist es möglich, doch einen sehr ausgewogenen, interaktiven Content für Ihre E-Learning-Vorhaben erstellen zu können. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele auf der H5P-Webseite genauer an. H5P ist erreichbar über die Webadresse h5p.org. Einzig benötigen Sie dann einen Account, den Sie kostenfrei benutzen können. Nachdem Sie den Account angelegt haben, können Sie eigenen Content erstellen, zum Beispiel interaktive Videos, eine Kurspräsentation, verzweigte Szenarien, Content, der es erlaubt, meinen eigenen E-Learning-Content besser zu strukturieren, wie zum Beispiel Akkordeonmodule, bis hin aber zu Bildcollagen, Drag-and-Drop-Fragen, aber auch 360-Grad virtuelle Rundgänge sind mit diesem Tool möglich und interaktive Videos. Es gibt sogar einen Recorder und ein Dictation-Feedback. Wie wird dieses Tool benutzt? Das Tool ist von der Firma Jubel als Open-Source-Variante zur Verfügung gestellt. Mit dem Online-Tool, also mit Ihrem Account, können Sie beispielsweise hier Fill-in-the-Blanks Textfragen generieren und diese dann, und das sieht man hier unten, auf die eigene Webseite einbetten. Wenn man dieses Online-Tool benutzt, ist allerdings hier unten klein H5P als Wasserzeichen integriert. Wenn man das nicht möchte, kann man über Plugins beispielsweise H5P selber hosten und beispielsweise in ein eigenes Learn-Management-System integrieren, aber auch das Einbetten des Contents mit einem Plugin auf eine eigene WordPress-Plattform ist möglich. Empfehlenswert ist natürlich, dass Sie ein eigenes Learn-Management-System im Hintergrund zur Verfügung haben, das dann auch die Nutzer, die dann auf Ihren Content zugreifen, gut organisieren kann. ILIAS ist beispielsweise auch ein Lernmanagementsystem im deutschsprachigen und europäischen Kontext, das reichlich benutzt wird. Und dafür gibt es auch ein Plugin, um dann die Fragetypen bzw. die Content-Module von H5P auf dem eigenen LMS, also Learning Management System, zu benutzen. Wenn wir nun einen eigenen Content erstellen möchten, klicken wir auf My Account und unter My Account kann dann unter Contents eigener Content kreiert werden. Wenn wir nun den Content-Typ hier explorieren, sehen wir, die Liste ist relativ lang und es gibt hier detailreiche Beschreibungen dazu. Wenn ich mir zum Beispiel hier Flashcards mal rauspicke, findet man hier auch ein Demo, wo man sich angucken kann und wie das dann letztendlich als Webseite generiert aussieht, wenn ich diesen Baustein selber angelegt habe. Wir machen mal ein ganz einfaches Beispiel zum Einstieg und zwar eine ganz einfache, simple Ja-Nein-Frage wollen wir erstellen. Einfach hier draufklicken, dann einen aussagekräftigen Titel
Hier benutzen, machen wir einmal Signifikanz und die Frage lautet, wenn der p-Wert oberhalb von 0,05 liegt, dann ist das Ergebnis signifikant. Das ist das ist natürlich falsch, deswegen hier die korrekte Antwort ist falsch eingeben. Was gut ist hier in diesem Online-Tool ist, dass ich hier unter Behavioral Settings auch Feedback hinzufügen kann, aber auch hier die Übersetzung meiner verfügbaren Sprachen hier einstellen kann. Also das heißt, wenn ich meinen Fragetyp auf Deutsch formuliere, möchte ich natürlich auch die Navigationsbutton etc. etc. in Deutsch übersetzt bekommen. Auch das ist hier möglich. Also die Labels könnten dann auch bei Bedarf noch nachträglich händisch hier eigenständig benannt werden. So, das war es einmal. Wenn ich nun meinen Fragetypen erstellen möchte, klicke ich noch auf Speichern und dann erhalte ich hier unten meinen Embedded Code. Mit diesem iframe kann ich nun diesen Online-Content, so wie ich ihn erstellt habe, beispielsweise in mein LMS framen oder beispielsweise aber auf meine Webseite bringen. Der Datenrückfluss ist natürlich dann hier zum LMS oder zu meiner Webseite nicht gegeben. Also die Lernstände werden jetzt in diesem Fall, wenn ich es einbette, nicht übertragen. Aber ich habe doch eine Möglichkeit für meine Lerner geschaffen, beispielsweise anonym schon mal kleine eigenständige Quizze zum Selbsttesten durchführen zu können. Das war es jetzt auch von meiner Seite mit diesem kleinen Beispiel von H5P. Ich mache noch in nächster Zeit einige mehr Videos zu H5P, aber auch noch zu anderen online verfügbaren oder auch offline verfügbaren Open Source Tools, um eigenen E-Learning Content erstellen zu können.